Vor allem gibt es doch hier bestimmt gleich einen richtig fetten Jumpscare, oder? Die lassen mich doch bestimmt wieder in die Hose scheißen, ich sag euch das. Ja, hier ist vorhin was langgelaufen, ich habe das genau gesehen. Was war das? Warum folge ich den scheiß Geräuschen eigentlich die ganze Zeit? Keine gute Idee, ne? Aber wir gehen trotzdem hier langkommen. Hey, eine Flasche. Cool. Na super. Schlüsselkarte benötigt. Na prima. Das wird immer besser. Okay, warte mal, wo ist denn der jetzt langgegangen, der alte Pisser? Warte. Vielleicht hat der die Schlüsselkarte, ich weiß es nicht. Hä, warum rennt der die ganze Zeit? Mama mia! Alter! Geh weg! Warte mal, wir müssen auf die Shotgun switchen. Zack. Und nachladen. Was ich mich frage, warum rennen die hier so gestört durch die Gegend? Das wüsste ich gerne mal. Das ist ja voll strange. Hi. Ha? Was ist los? Alles fresh bei Ihnen, junge Dame. Okay, wo kriegen wir die verkackte Schlüsselkarte her? Das war ein Klicker, oder? Leck mich doch im Arsch, Johnny. Oh, hier haben wir noch nicht aufgemacht. Okay, nichts drin. Doch, hier ist was drin. Sprengstoff. Alter, fuck dich! Du bist doch assi. Ja, wir sind tot. Ich höre einen Klicker. Das ist kein Klicker. Okay. Wo ist der? Hä, wo ist der hin? Alter! Boah, ihr gestörten Mistviecher, Alter. Ich hasse euch. Was ich mich nur frage, warum rennen die hier so rum? Oder sind die durch die Sporen so durch den Wind? Oder einfach so extrem durchgeknallt, dass die hier einfach durch die Gegend jumpen wie so ein Verrückten? Das ist ja unfassbar. Hi. So, die nehmen wir mit. Das Brett hier, das brauchen wir. Und ich frage mich noch immer, wo kriegen wir die scheiß Schlüsselkarte her? Hier nicht. Oder? Ach doch, warte mal, können wir den... Nee. Was ich mich auffrage, was macht Ellie in der Zeit? Chillt die ihre Base? Hey, die Schlüsselkarte! Yes! Nice. Ah, hier von Jack Sulivinski. Karte zur Sicherheitstür vom Hotel Grand. Sehr gut. Na dann mal auf. Mit zügigen Schritten greif ich dir an die Fritten. Okay. Hi. Boah, über diese Pilzsporen, ne? Voll übel. So, hier, zack. Rein damit. Achso. Ja, hä? Mist. Was denn jetzt?
Teil. Oh Mist. Hey, warum geht das jetzt nicht? Hat er keinen Strom oder was? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Gott, Scheißteil. Es geht nicht. Hä? Was denn noch? Warte mal. Trainingsbücher, Firefly. Wo kann ich das Ding nochmal angucken, was wir jetzt gefunden haben? Hotel-Schlüsselkarte. Hier, Palm. Steht da noch irgendwas drauf? Okay, einfach nur durchführen, das Ding. Warum geht das nicht? Was, Strom ist drauf. Scheiß Teil. Oh Mist. Gott, Scheiß Teil. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, einfach öfter probieren, aber es bringt irgendwie nichts. Aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir jetzt noch machen sollen. Verstehe ich nicht. Hä? Warte mal, warte mal. Lass mich mal kurz überlegen. Hier gehen Stromkabel lang. Hat das irgendwas zu bedeuten? Dass hier solche Stromkabel lang gehen. Was liegt da? Nichts. Okay. Okay, diese Stromkabel führen hier runter. Die haben so eine extrem auffällige Farbe und deshalb glaube ich... Aha. Dachte ich mir schon. Sehr gut. Na toll. Toll. Freue ich mich. Ich versuche mal wegzurennen. Ja, in die falsche Richtung. Toll, du. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ne. Nein! Alter. Alter. Hey! Alter! Ich bin Ruhe! Du bist Mistvieh! Komm, hau durch! Auf! Okay. Und jetzt weg. Alter, habt ihr den Bloater gesehen? Alter! So viel dazu. Ich muss zu Ellie. Leck mich am Arsch! Leck mich am Arsch! Alter. Alter. Boah, mein Herz gerade. Puh. Okay. Alles klar. So, jetzt müssen wir uns erstmal um Ellie kümmern. Wo ist Ellie überhaupt? Ellie, wo bist du? Hey, Pillen. Geil. Können wir endlich mal unsere Pillen taken. Oh, okay. Und eine Waffen, zu Waffen verbessern und so. Sehr, sehr nice. Waffenhalfter, Pistole, Langwaffe. Nachladetempo der Pistole, Revolver. Reichweite. Wir haben noch nicht so viel, ne? Das ist das Problem. Wir könnten hier... Nachladetempo, Zielfernrohr, Panzerbrechen, Schaden. Hm. Was sind das, womit wir immer spielen? Das ist die Schrot, die Schrot. Ja, die ist eigentlich auch nicht schlecht, wenn man die ein bisschen verbessert, oder? Rückstoß. Na komm, wir machen auf jeden Fall die Pistole mal hier. Komm, Schussfolge. Einmal, zack. Na, dann lassen wir das erstmal. Wir sammeln noch ein paar Punkte, bevor wir die jetzt hier ausgeben. Weil. Naja, so viele Punkte haben wir jetzt auch noch nicht, um die da rauszuwerfen, ne? Okay, was haben wir hier noch? Ja, yeah, Pfeil und Bogen, bisschen Pistol-Muni, super. Sehr, sehr gut. Boah, der Bloater da unten, ne? Alter. Alter. Boah.
Macht mich immer noch ein bisschen fertig gerade, ne? Das war echt... Aber gut, dass ich nicht versucht habe, in den Kampf zu gehen und mir gedacht habe, hey, ich mach dich fertig, du Mistvieh. Das hätten wir nie im Leben geschafft. Never ever. Deswegen war es, glaube ich, ganz gut, dass wir weggerannt sind. So. Jetzt auf zu Ellie. Toll. Na los, doch! Erwischt! Durchgemacht. Gebissen? Heute nicht. Du? Heute nicht. Mist, Mist! Ah? Was geht da? Soll ich dir mal meinen Bogen zeigen, du Arschloch? Wo ist der Typ? Was war das? Ups. Warte mal. Ups. Entschuldigung. Würde ich jetzt nicht unbedingt als Absicht bezeichnen, aber... Na doch, es war Absicht. Soll hier alles schön mitnehmen? Zack, zack, zack. So, schon mal die Pistole an und da sind noch zwei Stück. So, warte mal, der kommt jetzt gleich hier rein, ne? Ah, ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Lass es lieber. Oder wir switchen hier gerade schon mal die Waffe, weil das wird gleich... Oh, dann wieder über die Flasche. Okay, ach, der kommt gar nicht her. Achso, ich dachte, der kommt her. Das ist ja langweilig. Du Arsch. Ah, was ist hier denn für ein Spaghetti-Lose? Bah. Okay, da ist er. Vorsicht. Das Problem ist, er hat wieder so ein scheiß Helm auf. Was gefunden, Mann? Was gefunden? Vito, suchen wir weiter. Und das ist halt echt ein Problem, dass der so einen scheiß Helm auf hat. Mal gucken. Sind das nur diese zwei hier? Hey, Eindringling! Ja? Wo denn? Ich sehe jemanden. Ich liebe das Gewehr. Auch wenn er noch nicht tot ist. Ich verstehe das. Also das verstehe ich manchmal nicht. Ich meine, ihr habt es gesehen, ich habe dem gerade unter seinen Helm quasi geschossen. Und trotzdem lebt er noch. Na? Was los? Oh, Bruder. Oh, hat schon ein Gesicht, Bruderlein. Hm? Ja? Das fit quasi, hä? Hm? Okay, bleib cool, Mann, ja? Halt's Maul! Immer mit... Oh. Ups. Entschuldigung. Okay. Handwurf ist also auch erledigt. War jetzt nicht unbedingt die beste Performance, aber hey. Ihr seid immer noch bei mir auf dem Channel, das dürft ihr nicht vergessen. Und, naja. Da gibt es keinen... Hammer-Gameplay. Habe ich nicht. Tut mir leid. Wer für Pro-Gameplay kommt oder irgendwie sowas, bitte direkt deabonnieren, weil das wird es bei mir wahrscheinlich nie geben. Und das möchte ich auch überhaupt nicht. Ich möchte, habe ich ja schon mal gesagt, Späßchen an den Spielen haben. Das ist das Wichtigste. So, ich mache mal kurz eine kleine Zwischenspeicherung. Und dann, Naja, woran hat das gelegen, ne? Können wir gar nicht mehr speichern, Alter. Haben wir alle Speicherpunkte? Krass. Naja, dann überschreiben wir das halt einfach hier, komm. Da muss ich mal ganz kurz ein Schlückchen trinken, warte.
Okay. Weiß nicht, ob ich dran denke, das rauszukatten. Ich hoffe es doch. Hey, das ist eine Leiter. Ansonsten habt ihr mich jetzt beim Trinken gehört. Aber ich trinke genauso wie andere Leute auch, ne? Hört sich wahrscheinlich genauso an. Warte mal. Ich wollte hier hinten nochmal gucken. Siehst du, da liegt nämlich noch was. Das ist aber nur eine Flasche. Aber vielleicht irgendwie eine Notiz oder irgendwie sowas. Was ist da? Ach, ein Stein wieder. Oh! Bauteile, die können wir natürlich gut gebrauchen, ne? Euch Bescheid. So. Und jetzt mal hoch da. Na toll. Alter, du Arsch, was ist das denn? Krankes Stück Scheiße. Geh weg. Nein. Na komm! Alter, Elli! Mann. Wow. Den habe ich ja voll erwischt, hä? Ja, allerdings. Mir ist schlecht. Warum hörst du nie auf das, was ich sage? Na, war doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Nein. Wie wär's mit... Hey, Elli, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Wir müssen jetzt weiter. Na, dann geh doch. Ja, ich weiß nicht. Ja. Weiß ich, er hätte sich ja dieses Mal bei ihr bedanken können. Finde ich jetzt aber auch ein bisschen assi, muss ich sagen. Ich meine, so hart gesotten er vielleicht ist, aber ein Danke hätte jetzt schon irgendwie so ein bisschen gepasst, oder? Hm. Naja. Okay, Elli, kommst du? Oder gehst du nicht mit? Ja, gehst mit, alles klar. Sehr gut. Come with me. Come on, Elli. Aber wo der Bastard jetzt schon wieder herkam, ne? Man ist hier echt nirgendwo sicher. Kommen wir hier lang? Bleib da, okay? Ja. Klar, Joel. Ich gehe nirgendwo hin. Ja, vielleicht muss er Elli einfach ein bisschen mehr zutrauen. Ich meine, die muss sich ja auch verteidigen können, ne? Wenn jetzt so eine Situation ist, wie jetzt die ganze Zeit war, wo wir halt echt getrennt waren voneinander. Und Elli kann sich halt null verteidigen, ist das extrem scheiße. Was ist das denn? Ist das ein Tittenmagazin? Nee. Oh, Savage Starlight hier, guck mal. Mhm, Savage Starlight. Aggression. Aggression. Was haben wir hinten drauf noch? Daniela und Captain Ryan wurden in die Arena geworfen, wo die hungrigen Augen der Reisenden ihren Kampf bis auf den Tod beobachten. Wird sie ihre Gefühle für den Captain unterdrücken und um ihr eigenes Überleben kämpfen können? Das alles und jetzt im neuesten Band von Savage Aggression. Okay, sehr schön. Was haben wir hier? Oh ja, jede Menge Kram. Guck mal, es hat sich gelohnt, dass wir hier rübergegangen sind. Schere und das da und das da. Das ist ein Basie, den haben wir aber selbst. Okay, gut. Was lag da noch? Achso. Wieder nur ein Steinle. Ach, guck mal, die Ellie da hinten. Schnelli, 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 Schnelli. Elli, 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 Elli. Holla. Let's go to the mall. Ding. Okay. Wir müssen wieder raus. Die Brücke finden. Du sagst, wo es lang geht. Ich hasse das. Was, Männertoiletten? Gut. Gehst über Frauentoiletten, wa, Joe? Joel heißt er, glaube ich, ne? Joel. Ja, doch, doch. Hi, Elli. Ich gehe mal gerade auf die Damentoilette. Und natürlich liegt auf der Damentoilette ein Lumpen und Alkohol. Ja, klar, ne? Was ist das? Hey, ein Firefly-Anhänger. Juhu! Wenn aber da ein Anhänger, der von Mitgliedern der Firefly-Miliz getragen wird. Yay. Super, jetzt krieg ich einen Schluck auf, oder was? Okay, cool.
Okay, das riecht mir so langsam nach Hotellobby, möchte ich fast meinen. Was gleichzeitig bedeuten würde, dass wir fast draußen sind. Fraglich allerdings, ob wir dann auch in der Nähe der Brücke sind. Ne, das weiß ich jetzt nicht, aber... Das ist nicht unser Problem. Oh, was haben wir denn hier? Oh Gott, ich kenne den. Nahkampfwaffe verbessert. Modifikationen halten einen Treffer länger. Juhu! Können wir uns noch ansehen, wenn wir wollen. Nahkampfhandbuch. Was mit Knoten, irgendwas hast du nicht gesehen. Blablabla, keine Ahnung. Läuft auf jeden Fall. Oh, pst. Okay, hier ist niemand? Krass. Hätte ich jetzt so ehrlich gesagt nicht erwartet, aber okay. Wow, unglaublich. So, dann nehmen wir alles mal mit hier. Oh, was zu essen. Lecker. Lecker Kuchen. Mm. Aber sonst ist hier, glaube ich, nichts. Halt, was war das? Was war das? Achso, ein Backstein, okay. Backte doch Silber ein. Was war was? Die Tür könnte rausführen. Aha. Hey, weißt du, wie wir da raufkommen? Nein. Sehr gut. Wir könnten... Prom 2013. Wir könnten... Nee, das funktioniert auch nicht. Warte mal, lass uns mal hier oben hingehen. Am Klavier. Können wir hier am Klavier spielen? Vielleicht habe ich damit eine Chance. Hä? Ja. War schon nicht schlecht. Hä? Ach da. Ah, okay. Okay. Alles klar. Als ich dachte. Hey, hilf mir doch mal. Ganz sicher, dass du mir das zutraust? Ellie. Also ein Flügel, ne? Schieb fester. Na also. Juhu. Ja, wie gesagt, so ein Flügel, der wiegt schon einiges, ne? Wenn es ein hochwertiger ist, da sind schon mal ein paar Kilo, die da durch die Gegend schieben kannst, ne? Aber Vorsicht ist geboten hier oben. Ganz klar. Hat jetzt schon länger keinen Feindkontakt mehr gehabt. Haben wir von dem Spacko gesehen, der uns da abgesehen, der uns da irgendwie ertrinken wollte. So. Was kann ich Ihnen bringen zu trinken? Ja, wollen Sie was trinken? Haben Sie Durst? Ja? Haben Sie Durst? Nicht lustig. Guck mal, der, oh, Alter. Guck mal, da ist so ein WWE-Tisch. Through the table. Geil. Sehr schön. Hey, wir sind draußen. Ah, Sweet Lucia. Was eigentlich Pittsburgh ist. Mist. Komm her, geh in Deckung. Also gut, ich springe da runter und mach den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du. Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Tja, ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten? Luftgewehr. Na, ist es das gleiche Prinzip. Nimm es hoch. Also gut, du lehnst dich richtig gegen den Schaft. Denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden. Okay. Und was die Sache von vorhin angeht... Es war wirklich er oder ich. Gern geschehen.
sie